In Springfield, der geliebten Heimat der Simpsons, findet zu Ehren einer sauberen Umwelt ein Rockkonzert statt. Die Bühne der Rockband ist auf einem Schiff auf dem See. Nach dem letzten Titel richtet der prominente Sänger der Band, Billy Joe Armstrong, ein paar ergreifende Worte an das Publikum. Okay, danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben jetzt schon 3,5 Stunden für euch gespielt. Und nun bitten wir euch kurz um Aufmerksamkeit für ein paar Worte zum Thema Umweltschutz. Es wird schlagartig ruhig. Und schon Sekunden später wird die Bühne mit Dosen, Flaschen und weiteren Geschossen bombardiert. Mann, lass uns bitte schwach in Ruhe! Klasse halten und weiterspielen! Moralapostel! Wir sind keine Moralapostel, aber die Verschmutzung in eurem See zerfrisst unser Boot. So ist es auch. Die Chemikalien im See zersetzen das Boot und es beginnt zu sinken. Pathetisch verabschieden sich die Bandmitglieder voneinander. Gentlemen, es war mir eine Ehre, heute mit Ihnen spielen zu dürfen. Kaum hat das Wasser die begabten Musiker erreicht, zersetzen auch sie sich. Der Gottesdienst, einen Tag danach, zu Ehren der jungen Menschen, ist unglaublich berührend. Und wieder einmal ist eine Rockband in unserer Stadt ums Leben gekommen. O Herr, erhöre unsere Gebete. Bevor es jedoch zur Erhörung kommen kann, hält ein Wagen vor dem Gotteshaus und Marge und Homer steigen aus. Ich hasse es, zu spät zu sein. Und ich hasse es, herzukommen. Wieso kann ich Gott nicht auf meine Weise anbeten und mir das Gejammer fürs Sterbebett aufheben? Homer, die können dich da drin hören. Mach dich locker, diese scheinheiligen Trottel sind doch viel zu sehr mit ihrem Gebetsquark beschäftigt. Diese Erhörung kommt bei den Trauergästen allerdings deutlich an. Alle Blicke fallen auf Homer, Marge und die Kinder, die jetzt die Kirche betreten. Gott zum Gruß, Friede sei mit euch in Ewigkeit, Omen. Die Simpsons setzen sich und der Pfarrer fährt fort. Für heute habe ich mir etwas Neues überlegt. Und zwar erteile ich das Wort einem von euch. Grandpa sitzt auf der Kirchenbank und hält wie sonst überall ein Nickerchen. Doch als der Pfarrer vom Licht Gottes spricht, trifft Grandpa einen Sonnenstrahl und scheint ihn zu erleuchten. Möge das Licht des Herrn auf dich herabscheinen. Möge sein Geist dich erfüllen. Lass ihn heraus. Und das lässt Grandpa. Er springt auf, hüpft zuckend durch das Kirchenschiff und schreit. Furchtbare, furchtbare Dinge werden passieren. Sie werden dir widerfahren und dir und dir und dir. Holzblitz! Einwohner von Springfield, vernehmt diese Warnung. Kringelschwanz, 1000 Augen für immer gefangen. Nehmt euch in Acht. Die Zeit ist knapp! Epa! 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 Glaubt mir! Bitte glaubt mir! Homer, zu Recht peinlich berührt, rollt Grandpa in den Kirchenteppich und zieht ihn raus zum Auto. Die Blicke der Gemeinde folgen ihnen andächtig. Im Auto auf dem Nachhauseweg hat sich die Lage dann wieder entspannt und Homer hat eine gute Idee. Okay, wer hat Lust auf Waffeln? Ich! Augenblick, was ist mit Grandpa? Ich will Sirup. Ich will Erdbeere. Mit dem Mann ist was Seltsames passiert. Ich sag dir, was mit ihm passiert ist. Unser alter Kumpel hier hatte einen kleinen senilen Aussetzer, aber das macht nichts. Denn wir haben ihn trotzdem lieb und wir haben einen Gratisteppich abgestaubt. Es bringt doch nichts, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, wenn jemand, den wir lieben, eine wahrhaft religiöse Erleuchtung hat und wir sie ignorieren. Oder, Grandpa? Ich will Bananen auf meiner Waffel. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nach dem Genuss der Waffeln folgt ein typischer Simpsons-Sonntag. Homer hat noch viel auf seiner To-Do-Liste stehen und beginnt mit Ausbesserungsarbeiten am Dach. Bart sitzt neben ihm und schaut zu, wie Homer versucht, einen Nagel in eine Dachschindel zu treiben. Stillhalten. Homer holt mit dem Hammer aus und trifft sein rechtes Auge, was Bart sehr lustig findet. Au! Au! Warte, du Kleiner! Du lachst doch einmal über irgendwas Lustiges. Also, wenn wir schon auf dem Dach sind, könnten wir auch ein bisschen Spaß haben. Was meinst du mit Spaß? Ein Mutprobenwettbewerb. Ja, das klingt lustig. Ich wette, du traust dich nicht, die Antenne raufzuklettern. Und schon ist Bart auf der Antenne. Jetzt findet Homer es sehr lustig, an der Antenne zu rütteln. Kinderspiel. Erdbeben. Homer rüttelt so stark an der Antenne, dass Bart aufs Dach knallt, herunterrutscht und sich gerade noch an der Regenrinne festhalten kann. Aber auch an jener rüttelt Homer.
Nachbar Flanders beobachtet diese väterliche Fürsorge mit Misstrauen. Nachbeben! Homer, ich will ja nicht mit erhobenem Zeigefinger rumwedeln, aber wenn er runterfällt, hast du vielleicht einen querschnittsgediedelilähmten Sohn. Klappe, Flanders. Ja, Klappe, Flanders. Ein wahres Wort. Lisa geht unterdessen von Haustür zu Haustür und versucht, die Nachbarn in Umweltfragen zu motivieren. Hauptsächlich, was den Lake Springfield angeht. Hallo, entschuldigen Sie, dass ich am Sonntag störe, aber die Verschmutzung des Lake Springfield macht Ihnen sicher genauso viel Sorgen wie mir. Lake Springfield weist einen höheren Quecksilbergehalt auf als... Und so geht es immer weiter. An Milhouse Haus geht sie absichtlich vorbei, aber der reißt die Tür auf. Komm zu mir, Lisa. Du kannst mich so lange befragen, wie du willst. Milhouse, die Umwelt ist dir doch völlig Schnuppe. Hey, ich setze mich leidenschaftlich für unseren Planeten ein. Es gibt keinen Treibhauseffekt. Es gibt keinen Treibhauseffekt, es müssen weitere Forschungen durch... Aber weiter kommt Milhouse nicht, da Nelson ihn zu Boden schlägt. Das ist dafür, dass du deine Prinzipien verraten hast. Lisa beugt sich zu Milhouse runter und streichelt ihm über den Kopf. Oh, armer Milhouse. Ein Traum wird wahr. Aber das nur kurz. Lisa lässt seinen Kopf aufs Pflaster knallen, als sie Folgendes hört. Ein tropfender Wasserhahn verschwendet jährlich über... 7500 Liter. Und immer das Licht auszuschalten spart. So viel Strom, wie Pittsburgh verbraucht. Und wenn wir im Winter unsere Thermostat auf 20 Grad runterdrehen... würden wir bereits in 17 Jahren nicht mehr von Ölimporten abhängig sein. Begeistert läuft Lisa zu dem Jungen rüber, der ihr aus dem Umweltherzen spricht. Es ist ein frisch zugezogener Nachbar. Ich bin Colin. Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bin gerade aus Irland hergezogen, mein Dad ist Musiker. Ist er? Er ist nicht Bono. Ich dachte nur, weil du aus Irland bist und dich engagierst für... Er ist nicht Bono. Machst du Musik? Nur Piano, Gitarre, Trompete, Drums und Bass. Oh, ist der toll. Bitte lass mich einmal im Leben cool sein. Und, ist dein Name genauso hübsch wie du? Oh... Ist alles okay? Lisas Coolness ist in Schnappatmung zu verfallen, hysterisch zu lachen und dann die Besinnung zu verlieren. Im Garten fordert Homer von Bart eine weitere Mutprobe. Ich wette, du traust dich nicht, auf dem Skateboard zu Krusty Burger zu fahren und wieder zurück. Und zwar nackig. Wie nackig? Volle Möhre. Aber dann sehen die Mädchen meinen Schniedel. Oh, ich verstehe. Dann trägst du ab heute den Titel Feiges Huhn auf Lebenszeit. Jeden Tag, wenn du aufwachst, wird es heißen, guten Morgen, feiges Huhn. Und bei deiner Hochzeit singe ich... Bark, 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 bark. Ganz ehrlich, etwas besser sollte Homer Bart schon kennen. Bart springt nackig auf sein Skateboard und rollt durch ganz Springfield. Natürlich wird er schnell von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, denn ein schlackerner Schniedel auf einem Skateboard ist nicht ganz gesetzeskonform. Die Polizisten fesseln ihn weiterhin nackig mit Handschellen an einen Laternenpfahl. Kleiner, niemand trägt gern Klamotten in der Öffentlichkeit, aber das Gesetz will es so. Mittagspause! Sie können mich doch nicht einfach hier stehen lassen! Ganz ruhig, wir haben hier einen Spielkameraden für dich. Es ist Nelson, der kichernd und fingerzeigend auf Bart Schniedel plötzlich vor ihm steht. Haha, haha, haha. Dieses leicht monotone Haha geht circa eine Stunde so weiter. Irgendwann taucht Nelsons Mutter auf. Nelson, Schatz, wo hast du nur gesteckt? Als sie Bart auf den Schniedel starrt, reagiert sie, nun ja, wie der Sohn, so die Mutter. Die Polizisten haben endlich nach gefühlten 8 Stunden ihre Mittagspause beendet und gesellen sich wieder zum nackten Bart. Da hält ein Wagen am Straßenrand. Dad! Was gibt es hier für ein Problem, Officer? Sag ihm, du hast mich dazu angestiftet. Wenn das wirklich stimmt, sollten Sie dafür gerade stehen und nicht Ihr Sohn. Und was passiert mit mir, wenn es meine Schuld war? Dann müssen Sie eine Stunde Nachhilfe in Erziehung absitzen. Es war seine Idee. Er ist außer Rand und Band. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er ist... Wir sehen uns vor Gericht, Kleiner. Sagt Wiggum, schließt die Handschellen auf und verschwindet mit seinen Kollegen. Okay, und jetzt gehen wir was futtern. Hast du wenigstens meine Klamotten dabei? T-Shirt, Socken, alles, was du brauchst. Meine Hose hast du nicht dabei? Ich bin doch nicht dein Hosenträger. Oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt?
Hungrig gehen sie in die nächste Burgerbude. Bart ohne Hose fällt natürlich auf. Besonders Flanders, der sich mit seinen Kindern hier auch gerade ein paar Burger reinzieht. Hey, Bart! Was willst du denn, Flanders? Wenn du eine Hose brauchst, ich habe ein Ersatzpaar dabei. Du kennst das ja. Jungs scheuern beim Beten immer die Knie durch. Warum hilfst du mir? Ich bin nicht dein Sohn. Wir sind Nachbarn. Ich bin sicher, dein Vater würde dasselbe für meine Jungs tun. Danke. Homer und Bart holen sich nun ein paar Burger und suchen sich einen freien Tisch. Zur gleichen Zeit wird in einer Ecke des Ladens ein Werbespot gedreht. Als Homer ein Schwein mit einer Mütze auf einem Tisch stehen sieht, ist er begeistert. Die Filmcrew legt los. Action. Hey, hey, euer alter Kumpel Krusty präsentiert euch seinen neuen schweinischen Doppeltriefer. Wenn ihr es schafft, einen fettigeren Burger zu finden, seid ihr in Mexiko. Ja. Und wir sind raus. Bah! Perfekt, Schnitt kopieren und Schwein schlachten. Was? Ihr dürft es nicht umbringen, es hat doch eine Mütze auf. Als das Schwein Homers sensible Stimme hört, spürt es sofort, dass dieser Mensch ein guter Mensch ist und läuft zu Homer. Homer überlegt nicht lange und nimmt das Schwein mit nach Hause. Hey Marge, ist es nicht einfach toll, einen gnadenlos spontanen Ehemann zu haben? Ehrlich gesagt hat mich das Jahre meines Lebens gekostet. Dann begrüße unser neuestes Familienmitglied. Marges Blick fällt auf den Schwanz des Schweines. Ah! Plötzlich geht ihr ein Licht auf. Kringelschwanz. Homer! Ich glaube, das, was in der Kirche passiert ist, war eine Warnung. Und zwar genau vor dem hier. Bitte schaff dieses Schwein wieder weg. Oh, du wirst noch ein großer Fan von ihm werden. Es kann dich imitieren. Hör zu. Homer zieht einmal kräftig am Schwanz. Besser als das Original. Mich kann es auch nachmachen. Du hast gekichert, ich darf's behalten. Spät am Abend sitzt Bart draußen im Garten auf dem Baum und sieht durchs Fenster, wie Homer das Schwein krault. Dann geht sein Blick zum Nachbarhaus rüber, wo Flanders gerade seine beiden Jungs ins Bett bringt und sie liebevoll zudeckt. So sieht also Geborgenheit aus. Als Flanders das Fenster schließen will, entdeckt er Bart auf dem Baum. War ein harter Tag, was? Du hast doch keine Ahnung, was hart ist, du Mädchen. Also wenn meine Jungs ihre Stirn mal wieder in Bügelfalten legen, gehe ich mit ihnen zum Angeln. Geht dein Vater eigentlich auch mal mit dir angeln? Ich glaube, mit dir zu angeln ist lustiger. Freut mich. Und jetzt mache ich dir noch einen hübschen Kakao. Bloß nicht, Kakao ist für Weicheier. Findest du? Wenn du es dir anders überlegst, der steht auf dem Fensterbrett. Während Marge im Haus die Reste von Schweinepipi wegwischt, erzählt ihr Lisa von dem neuen Nachbarjungen. Oh, warte, ich hab dir noch nicht das Beste verraten. Er liebt die Umwelt. Oh, warte, ich hab dir immer noch nicht das Beste verraten. Er hat einen irischen Akzent. Nein, nein, warte, ich hab dir immer noch nicht das Beste verraten. Ich bilde ihn mir nicht ein. Oh, Schatz, das ist fantastisch. Aber das wirklich Allerbeste ist, dass er dir zuhört. Weißt du, es gibt nämlich nichts Wertvolleres als einen Mann, der... Wie um Himmels Willen kommen die Schweinespuren an die Decke? Ganz einfach. Homer hält das Schwein hoch über seinen Kopf und lässt es mit seinen Pfötchen über die Decke trampeln. Spider-Schwein. Spider-Schwein macht, was immer ein Spider-Schwein macht. Hängt es von einem Netz, kann es nicht. Es ist ein Schwein, pass auf, es ist ein Spider-Schwein. Am nächsten Tag nimmt Flanders Bart mit auf den See zum Angeln. Amüsieren wir uns hier. Ab jetzt schon, da beißt einer an. Wow, Mama! Bart rutscht die Angel aus der Hand. Sie versinkt im See. Oh, meine schöne Angelrute! Vorsichtshalber gibt Bart schon einmal Würgelaute von sich. Hä? Du würgst mich ja gar nicht. Was? Jemanden zu würgen ist nur gut, wenn... Naja, eigentlich ist es nie gut. Man sollte bei einem Jungen nur handgreiflich werden, um ihm einen Schulterklopfer zu verpassen. Hey, was zum Teufel? Und der Schulterklopfer ist eine zärtliche Geste, die Bart so schnell gar nicht verarbeiten kann. Aber es gefällt ihm. Oh. Nochmal bitte. Lisa befindet sich auf der anderen Seite des Sees und beobachtet die Verklappung chemischer Abfälle. Es reicht ihr. Am Abend hält die eingeschworene Umweltaktivistin im Rathaus eine Rede. Colin begleitet sie musikalisch auf der Gitarre. Es ist 5:12, Leute. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, tu
tut mir sehr leid, ich habe den Faden verloren. Ist er nicht zauberhaft? Einverstanden. Okay, also reden wir Klartext. Wenn wir unser Verhalten nicht auf der Stelle ändern, steigt die Verschmutzung des Lake Springfield auf diese Höhe an. Lisa will das anhand einer Hebebühne verdeutlichen. Allerdings funktioniert die nicht so richtig. Ist doch gar nicht so schlimm. Nein, die Hebebühne klemmt. Habe ich irgendjemanden zum Nachdenken gebracht? Allerdings. Wir müssen das Ding dringend austauschen. Alle, die für eine neue Hebebühne sind, sagen ja. Ja! Nein! Wenn auch nur noch ein Krümel Abfall in unserem See landet, gibt's eine Katastrophe. Aber ich wusste, dass ihr mir nicht zuhört. Also habe ich mir die Freiheit genommen, alle eure Gläser mit Wasser aus dem See zu füllen. Deswegen sollte man Kinder hassen. Die Lage ist ernst, Bürger. Keine Müllentsorgung mehr im See. Ich rufe hiermit den allgemeinen Notstand aus. Alarmstufe schwarz. Am nächsten Tag gibt es in der Tageszeitung Springfields nur ein Thema. Die Schlagzeile lautet: Springfield macht sauber. Penetrantes Mädchen nervt Stadt. Fast alle Einwohner der Stadt gehen zum See, sammeln Müll und machen sauber. Die Stadtväter sorgen dafür, dass nichts mehr in den See geleitet wird, was dort nicht auch hingehört. Zu guter Letzt wird eine Mauer um den See hochgezogen. Lasst uns nun sicherstellen, dass diese Barriere komplett idiotensicher ist. Cletus! Was ist? Versuch mal, was in den See zu werfen. Okay. Cletus geht auf die Mauer zu und läuft dagegen. Beim zweiten Versuch passiert das Gleiche. Ich kann nicht, ich schaff's einfach nicht. Sehr beeindruckend. Ausgesprochen effektiv. Homer sitzt mit seinem Schwein auf dem Sofa und schaut in die Glotze. Als Marge hereinkommt, ist sie nicht gerade begeistert. Was ist denn bitte hier los? Gar nichts. Ich bin nicht sicher, ob dieses Schwein hier im Haus sein sollte. Und außerdem, sag mal, was machst du mit seinen Ausscheidungen? Nur keine Angst. Ich habe eine hochelegante Lösung entwickelt. Homer geht mit Marge in den Garten. Dort hat er ein Stahlsilo hingestellt, in dem die Schweinekacke gesammelt wird. Uäh, das ist ja undicht. Es ist nicht undicht, es läuft über. Willst du wirklich behaupten, er hat das ganze Silo in 2 Tagen vollgemacht? Ich hab geholfen. Homer, bleib hier. Ich weiß, in deinem Kopf gehen manchmal merkwürdige Dinge vor. Aber ich bitte dich, konzentriere dich jetzt mal nur auf mich. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass es sich hier um die Krise handelt, vor der Grandpa uns gewarnt hat. Du musst diesen Sondermüll vorschriftsmäßig entsorgen. Okay, Marge, wird erledigt. Du darfst Spider-Schwein mitnehmen. Er ist nicht der Spider-Schwein, er ist jetzt Harry Proper. Tja, was so eine Brille doch ausmacht. Mit dem Silo und Harry Proper fährt Homer zur Sondermüllentsorgung. Während er in der Schlange steht und wartet, klingelt sein Handy. Es ist sein Freund Lenny. Ja, hallo? Homer, komm schnell her! Das Gesundheitsamt hat den Donutshop geschlossen und jetzt verteilen die Gratis-Donuts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Davor muss ich noch was erledigen. Beeil dich mal lieber! Die gehen hier weg wie nichts. Die Donuts gehen Homer nicht mehr aus dem Kopf. Er fährt los zum See, rattert durch die Mauer und lässt das Silo im Wasser versinken. Bart macht inzwischen mit Flanders eine Wanderung zum größten Hügel der Stadt. Oben angekommen, bietet sich ihnen ein herrlicher Weitblick. Sieh dir das an. Die 4 Staaten, die an Springfield angrenzen. Ohio, Nevada, Maine und Kentucky. Oh ja. Tja, und wenn du genau hinsiehst, siehst du fast wie das... Ein mutiertes Eichhörnchen, das in den verseuchten See gefallen war, steht jetzt vor ihnen. Es hat mindestens 20 Augenpaare auf einem völlig deformierten Kopf. Es starrt die beiden an. Tja, das kommt mir etwas merkwürdig vor, aber ich würde niemals das Werk des Allmächtigen in Frage stellen. Oh, wir danken dir, oh Herr, für diese wirklich faszinierend intelligente Schöpfung. Das hast du gut gemacht. Bart sieht das etwas anders. Er nimmt einen Stock und hämmert auf den Augen herum. Allerdings kriegen das 2 Leute von der Umweltbehörde mit. Zappidi, zappidi, zapp, zapp, zapp. Hey, wenn du noch ein Auge beschädigst, ist das eine Straftat. Wer sind Sie? Wir sind von der Umweltbehörde EPA. Mehr erfährt Flanders nicht. Die Leute nehmen das mutierte Tier und fahren davon. Später begibt sich der Leiter der Umweltbehörde persönlich mit dem Tier zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der einem Actionstar sehr ähnlich sieht. Mr. President? Ja, ich bin der Präsident.
Die Umweltverschmutzung in Springfield hat sich zu einer Krise ausgeweitet. Oh mei, das ist doch ein scheiß Job. Immer haben sie eine Krise da, einen Weltuntergang dort. Ich mag einmal wieder einen Witz hören. Der Danny DeVito fehlt mir. Sie wollen einen Witz hören? Sagen Sie es, wenn Sie den hier schon kennen. Der Leiter der EPA zeigt dem Präsidenten die Mutation. Ja, sind das grantige Augen und riesige Zähne. Das ist ja wie Weihnachten bei den Kennedys. Wissen Sie, Sir, als Sie mich zum Leiter der Umweltbehörde ernannten, hat man Sie dafür gelobt, dass Sie einem der erfolgreichsten Männer Amerikas der erfolglosesten Regierungsbehörde zugeteilt haben. Und wieso habe ich den Job angenommen? Weil ich wohlhabend bin und etwas zurückgeben möchte. Nicht mein Vermögen, aber irgendwas. Und das ist unsere Chance, es so richtig krachen zu lassen für Mutter Erde. Lass ihn mal hören. Ich habe eine Vorauswahl getroffen. Hier sind 5 undenkbare Alternativen. Jede wird schreckliches Elend herbeiführen. Ich nenne die Nummer 3. Wollen Sie es nicht vorher lesen? Die Homic World, um zu lenken, nicht um zu denken. Nummer 3. Über Springfield verdunkelt sich plötzlich der Himmel. Etwas Großes, nein, Riesiges, schwebt am Himmel und wirft seinen mächtigen Schatten auf die Erde. Es ist eine Glaskuppel, die von Hunderten von Flugzeugen über Springfield gestülpt wird. Die Simpsons stehen im Garten und sehen zu, wie sie eingeschlossen werden. Als Marge die Großbuchstaben auf den Flugzeugen sieht, dreht sie fast durch. Eva, Eva! Für immer gefangen! Es ist alles wahr geworden. Dieser verrückte alte Mann in der Kirche hatte recht! Springfield ist nun vom Rest der Welt isoliert. Alle Bewohner der Stadt begeben sich zum Rand der Kuppel. Natürlich wird alles versucht, die Kuppel zu durchbrechen, aber nichts funktioniert. Doch dann taucht jemand auf, der eine Lösung hat. Leute, ich habe eine wichtige Mitteilung für euch. Ich habe gerade einen Superbohrer fertiggestellt, der mit Säure schießt und der durchdringt alle Materialien. Ist ja cool. Und da steht er, direkt außerhalb der Kuppel. Welche grausame und törichte Macht konnte uns das nur antun? Die Regierung der Vereinigten Staaten. Ein großes Bild erscheint auf der Glaskuppel. Mein Name ist Russ Cargill. Ich bin Leiter der EPA. Der was? Der amerikanischen Umweltbehörde. Wie war das? Ich bin ein Mann auf dem großen Fernseher. Also Ruhe jetzt. Springfield ist inzwischen... Wow, Springfield! Die am stärksten verschmutzte Stadt in der Geschichte des Planeten. Drama Queen! Um eure Gifte an der Ausbreitung zu hindern, hat euch die Regierung in dieser Kuppel eingeschlossen. Glaubt mir, es ist das Letzte, was wir tun wollten. Die Firma, die die Kuppel gebaut hat, gehört mir, aber das ist nebensächlich. Heißt das etwa, wir sind gefangen wie Ratten? Nein, es ist nicht so einfach, Ratten zu fangen. Ihr seid gefangen wie Karotten. Augenblick! So verschmutzt kann es bei uns gar nicht sein. Wir haben beschlossen, nichts mehr in den See zu werfen. Offensichtlich hat das jemand nicht mitgekriegt. Natürlich fühlt sich Homer gleich ertappt. Leise flüstert er dem Schwein etwas zu. Du weißt von nichts. Hey Mann, früher oder später werden Leute hier vorbeikommen und das rausfinden. Macht euch da mal keine Sorgen. Wir haben es geschafft, euch von der Karte zu putzen. Die Regierung sorgt dafür, dass niemand mehr Springfield finden kann. Auf sämtlichen Navis wird die Stadt gelöscht. In den Nachrichten ist Folgendes zu hören. Hier ist Kent Brockman mit einer Krise, die so ernst ist, dass sie einen eigenen Namen und eine eigene Titelmusik hat. Der Name lautet... Kuppelkummer. Die Kuppel hat unser Leben über den Haufen geworfen. In der Stadt gibt es Lieferengpässe bei allen Gütern von Benzin bis hin zu Botox. Und nun, wie gewohnt, beenden wir unsere Sendung mit der frohen Nachricht. Die Jahreszeit bricht an, zu der die Schwalben nach Springfield zurückkehren. Wobei über die Hälfte der Vögel ihr Leben lässt. Marge sitzt im Garten und starrt auf die Glaskuppel. Ich glaube, das, was mir am meisten fehlt, ist eine Sommerbrise, die mir um die Nase weht. Als Marge so durch den Garten schaut, entdeckt sie plötzlich Maggie auf der anderen Seite der Kuppel. Maggie? Marge rennt ins Haus hinein, wo Homer mal wieder vor der Glotze hockt und sich berieseln lässt. Immer noch allein unter der Kuppel? Dann rufen Sie sofort die Kuppler an. Das Partnerschaftsinstitut, das für jeden Topf unter der Kuppel einen Deckel findet. Wir verkuppeln Sie. Maggie ist rausgekommen! Maggie ist raus! Aber als beide im Garten sind, ist von Maggie nichts mehr zu sehen. Jedenfalls nicht außerhalb der Kuppel. Maggie war gerade eben noch da. Sie saß außerhalb der Kuppel. Marge, sie sitzt hier. Diese Kuppel kann einen verrückt machen. Du musst nur ruhig bleiben und... Oh mein Gott! Ich bin außerhalb der Kuppel! Frische Luft! Freiheit! Ich schreibe euch, habt ein schönes Leben.
Marge bleibt ganz ruhig, denn das, was Homer da sieht, ist nur sein eigenes Spiegelbild. Naja, was soll's. Marge kennt ja ihren Homer. Aber das mit Maggie hat niemand mitbekommen. Die Kleine hat in ihrer Sandkiste einen kleinen Tunnel gefunden, der tatsächlich auf die andere Seite führt. Am Abend sehen sich Marge und Homer die Nachrichten im Schlafzimmer an. Guten Abend, hier ist Kent Brockman. Es konnte nicht geklärt werden, wer das selbstsüchtige Umweltverbrechen begangen hat, das zu unserer Gefangennahme führte. Bis vor wenigen Augenblicken eine schockierende Entdeckung hier im Lake Springfield gemacht wurde. Das Kacke-Silo wurde vor den Augen der Zuschauer aus dem See gefischt. Ach, dieses Schweinekacke-Silo könnte doch jedem gehören. Ja, schon. Aber auf diesem steht der Name. Homer Simpson. Homer, das glaube ich nicht. Du warst das. Du ganz allein hast diese Stadt ins Verderben gestürzt. Ich weiß. Total verrückt, was? Wir weisen Sie darauf hin, dass dieser Sender Selbstjustiz nicht unterstützt. Außer sie ist sinnvoll, was sie in diesem Falle ist. Du hast nicht auf mich gehört. Dabei habe ich dich extra noch gewarnt. Keine Panik. Diese Sendung guckt doch sowieso niemand. Was leuchtet da so unheilvoll am Horizont? Fackeln. Tausende von Fackeln, die von einer aufgebrachten Meute in Richtung Simpsons Haus getragen werden. Nein! Wir wollen Homer! Monster! Du bist ein Monster! Und du hast die Nachrichten gesehen? Nimm dich zusammen, wir haben größere Probleme, Schatz. Aber ich bin so stinkwütend! Du bist eine Frau. Du kannst es ihm jederzeit wieder vorhalten. Homer, du musst jetzt da rausgehen, der Menge gegenübertreten und dich dafür entschuldigen, was du getan hast. Das würde ich ja. Aber ich habe Angst, dass es an dir auslassen, wenn ich die Tür öffne. Das werden wir nicht. Wir wollen nur Homer. Vielleicht verschonen sie dich und bringen Grandpa um. Ich stehe hier in der Meute. Die Meute versucht, gewaltsam ins Haus einzudringen. Die Simpsons flüchten durch die Hintertür zum Auto. Aber kaum sitzen sie im Wagen, werden sie auch schon von der Meute umringt. Die aufgebrachten Bürger stemmen den Wagen und tragen ihn samt der Simpsons zum alten Richtplatz. Kein gutes Zeichen. An dem alten Baum, wo man früher Mörder hinrichtete, hängen schon die Schlingen. Den Simpsons gelingt es, auf den Baum in ein Baumhaus zu flüchten, aber die Meute will daraufhin den Baum fällen. Die kleine Maggie zeigt immer wieder auf ihre Sandkiste, aber Marge versteht einfach nicht, was sie damit ausdrücken will. Maggie, nicht jetzt, Süße! Wir spielen später. Maggie bleibt nichts anderes übrig, als mit Taten zu zeigen, was sie meint. Sie springt vom Baumhaus in ihre Sandkiste und wird gleich vom Loch verschluckt. Auf der anderen Seite der Kuppel taucht sie wieder auf. Das Erdloch! Los, mir nach, Kinder! Geronimo! Als Homer als letztes in die Sandkiste springt, muss sich das Loch doch sehr weiten, aber er kommt durch. Allerdings entsteht ein starker Wirbel, der das Loch größer und größer werden lässt. Der Wirbel zieht nun alles an, was nicht nied- und nagelfest ist, und saugt es auf. Auch einige Häuser verschwinden im Loch. Irgendwann hört es auf. Der Polizeichef Wiggum sieht es fast philosophisch. So, jetzt haben die Chinesen das Problem am Hals. Die Simpsons haben es geschafft. Sie sind wieder in der freien Welt. Nur, dass die Epa bereits auf der Jagd nach ihnen ist. Was sollen wir jetzt nur tun? Laufen, was das Zeug hält. Die Epa hat die undichte Stelle an der Glaskuppel entdeckt. Ich fürchte, wir haben sie verloren, Sir. Verdammt! Dann finden Sie sie und bringen Sie sie zurück in die Kuppel. Und damit nicht noch jemand erwischt, will ich Todesschwadrone, die das Gebiet rund um die Uhr überwachen. Ich will 10.000 harte Jungs und ich will 10.000 weiche Jungs, damit die harten Jungs härter aussehen. Und so sollen sie aufgestellt werden. Hart, hart, weich, hart, weich, weich, hart, hart, weich, weich, hart, weich. Sir, ich befürchte, Sie sind vor Macht verrückt geworden. Natürlich. Haben Sie schon mal versucht, ohne Macht verrückt zu werden? Das ist langweilig. Niemand hört einem zu. Zufällig entdecken die Simpsons ein abgelegenes Motel und checken dort für eine Nacht ein. Bart sitzt vor einer Kommode auf dem Boden und leert auf Ex eine Flasche Whisky. Bart, sag mal, trinkst du etwa Whisky? Ich hab ne Krise. Bart! Ich versprech's, ich hör morgen auf. Du wirst auf der Stelle aufhören. Ich vermisse Flanders. So, jetzt ist es raus.
Wo ist euer Vater? Er ist rausgegangen. Schnell, bringen wir unser Leben wieder in Ordnung, solange er weg ist. Hey, Leute. Wie ging noch mal das geheime Klopfzeichen? Hört zu, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Und zwar ziemlich großen. Riesengroßen! Wir sind obdachlos. Unsere Freunde wollen uns umbringen. Bevor wir uns noch weiter in einem Raum mit dir aufhalten, muss ich wissen, was du dir eigentlich dabei gedacht hast, als du meine Warnungen ignoriert und dieses Silo einfach in den See geworfen hast. Homer! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Marge. Ich denke nie über irgendetwas nach. Ich respektiere Leute, die das tun, aber... Ich versuche doch nur, den Tag unbeschadet zu überstehen, bis ich mich wieder an dich rankuscheln darf. Oh. Ich meine, oh. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber mal abgesehen davon, habe ich schon die Lösung für uns. Ich habe immer befürchtet, dass ich uns mal in die Scheiße reite. Deshalb habe ich einen Notfallplan. Und diesen Plan habe ich genau hier. Homer faltet den Plan auseinander und hängt ihn an der Wand auf. Es ist ein Prospekt, auf dem steht: Neuanfang in Alaska. Alaska? Alaska. Dort, wo du nicht zu fett oder zu betrunken sein kannst. Dort, wo niemand zu dir sagt: Lass uns doch mal dein Abschlusszeugnis von der Baumschule sehen. Ich weiß nicht, Homie. Oh, ich muss euch andersrum kriegen. Hör zu, ich würde es einfach nicht schaffen, ganz allein ein neues Leben anzufangen. Und inzwischen seid ihr mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Marge, in jeder Ehe kriegt man nur einmal die Chance zu sagen, ich brauch dich jetzt, lass mich nicht im Stich. Und wenn das jemand zu dir sagt, dann gibt es nur eine Antwort. Okay, Homie. Ich bin dabei. Danke, mein Liebling. Mom? Ja, Schätzchen? Du bist gerade mal wieder voll auf den schmierigsten Schleimspurfabrikanten der Welt reingefallen. Wenn du uns dieses Familienidyll kaputt machst, gibt's Saures. Wie sollen wir bitte nach Alaska kommen? Wir sind pleite. Na schön, mein Sohn. Wenn du nicht an mich glaubst, dann glaube an Amerika. Amerika. Dort, wo jeder schnelles Geld machen kann, ohne dass lästige Fragen gestellt werden. Und das holt sich Homer auf einem nahegelegenen Jahrmarkt. Die Attraktion auf dem Jahrmarkt ist eine Todeskugel, in der man mit einem Motorrad einen Looping drehen muss. Der Gewinn, der Truck des Schaustellers. Homer wagt es und schafft beim dritten Anlauf den Looping. Schon wenig später sind die Simpsons auf dem Weg nach Alaska. Während Homer den Wagen tankt und dabei einen Hotdog verdrückt, gehen Marge und Bart in den Verkaufsraum. Bart, ich bin wirklich stolz auf dich. Du bist seit über 24 Stunden nüchtern. Das bist du doch, oder? Pass mal auf. Bart zieht sein Katapult aus der Tasche und schießt Homer den Hotdog aus der Hand. Der Beweis. Wir wollen deinem Vater eine zweite Chance geben und deswegen sind wir es ihm schuldig. Marges Blick fällt auf einen Steckbrief, der neben dem Verkaufstresen an der Wand hängt. Gesucht, die Simpsons. Du meine Güte. Was darf sein? Wir brauchen Windeln. Okay. Brauchen wir nicht. Haben Sie Damenrasierer? Gern. Nein, die brauchen wir auch nicht. Habe ich vergessen, wir sind Europäer. So. Geben Sie uns Trockenfleisch. Ganz genau, kiloweise Trockenfleisch. Das war's, das brauchen wir. Ja, nur deswegen sind wir überhaupt hergekommen. Natürlich. So lenkt Marge den Verkäufer vom Steckbrief ab, den Bart gerade mit einem Stift leicht verändert. In diesem Moment betritt eine Familie, die Barts Zeichnung sehr nahe kommt, die Tankstelle. Oh mein Gott, da sind sie! So steigen die Simpsons mit ihren Einkäufen ins Auto und fahren ungestört über die Grenze, während die andere Familie festgenommen wird. In Springfield gibt es Probleme mit der Stromversorgung und Chief Wiggum begibt sich mit einigen anderen zum mächtigen Mr. Burns, um ihn um Hilfe zu bitten. Sieh an! Ihr wollt also etwas von meinem Strom abhaben, ja? Tja, zur Abwechslung ist der reiche weiße Mann mal am Drücker. Ich habe zwei Knöpfe an diesem Tisch. Der eine versorgt eure Stadt mit Strom, der andere lässt die Hunde los. Überzeugt mich. Weckt den Wohltäter in mir. Der Krankenhausgenerator wird bald ausfallen. Menschen werden sterben. Menschen sterben. Was noch? Wir wollten morgen einen Verurteilten grillen, aber das können wir jetzt nicht. Verlockend? Verlockend.
Was wir sagen, ist bedeutungslos. Befragen Sie einfach Ihr Herz, dann wissen Sie die Antwort. Das war leider die falsche Antwort und die Hunde erledigen den Rest. Im düsteren und verschneiten Alaska fahren die Simpsons durch eine dröge Gegend, die nur aus Ölfeldern besteht. Aber dann reißt der Himmel auf und das nächste Tal bietet Aussicht auf einen wunderschönen See. An der nächsten Ecke erwartet sie ein Schrankenhäuschen und der Schrankenwärter begrüßt die Familie. Willkommen in Alaska. Hier haben Sie $1,000. Das wurde aber auch Zeit. Wofür denn? Wir zahlen jedem Einwohner eine Prämie, damit die Ölkonzerne die Naturschönheiten unseres Landes zerstören dürfen. Ich bin zu Hause. Ach, danke. Die Simpsons beziehen am Fuße der Berge ein gemütliches Blockhaus. Die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein. In Springfield hingegen haben die Einwohner einen Kuppelkoller bekommen und drehen total durch. Mit aller Gewalt versuchen sie, die Glaskuppel zu zertrümmern. Ich ertrage es keine Sekunde länger in dieser Stadt! Aber egal, womit sie auch versuchen, das Glas zu zertrümmern, es hält stand. Der Leiter der EPA ist wieder beim Präsidenten und zeigt per Videoübertragung, was in der Stadt los ist. Sehen Sie, was die mit unserer Kuppel machen? Aber durch die Beharrlichkeit der Einwohner von Springfield kriegt das Glas schließlich einen Riss. Der Leiter der EPA ist sehr beunruhigt. Wissen Sie, was das ist, Sir? Knox? Genau. Fassen wir zusammen. Es sind bereits Leute aus der Kuppel entkommen. Weitere werden folgen. Und wenn das passiert, gibt es Anhörungen, Untersuchungen. Ja, mir legst am Arsch. Dann muss ich wieder Family Comedies machen. Keine Sorge, ich habe eine Lösung für Sie, Sir. Ich habe sogar ganze 5 Lösungen. Wenn Sie sie nicht lesen, tragen Sie auch keine Verantwortung. Ich kümmere mich um alles und Sie wissen von nichts. Na, ich muss wissen, was ich regiere. Unbedingt. Aber andererseits wird Wissen heutzutage sehr überschätzt. Jeder kann sich für was entscheiden, wenn er weiß, worum es geht. Ein echter Staatsmann trifft Entscheidungen, von denen er keine Ahnung hat. Gut, dann nehme ich 3. Nochmal. 1. Etwas höher. 5. Zu hoch. 3. Das hatten wir schon. 6. 6 gibt es nicht. 2. Verdoppeln. 4. Wie Sie wünschen, Sir. Mr. President wählt die Auslöschung Springfields. Der Leiter der EPA macht sich also gleich an seine Arbeit. Die Simpsons sind in ihrem Blockhaus und haben es sich im Schlafzimmer vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Es läuft gerade eine Werbesendung der Regierung. Hängt Ihnen der alte Grand Canyon auch so zum Hals raus? Da wären wir, Kinder. Der Grand Canyon. Oh, der ist so doof und langweilig. Ich will einen neuen. Und zwar sofort. Hallo, ich bin Tom Hanks. Die US-Regierung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren und deswegen leiht sie sich jetzt meine. Streichen Sie mir über die Haare, Mr. Hanks? Natürlich, mein Junge. Ich freue mich, Ihnen hiermit den neuen Grand Canyon anzukündigen. Ab diesem Wochenende östlich von Shelbyville und südlich von Capital City. Aber da ist doch Springfield! An dieser Stelle war nichts und wird auch nie was sein. Das war Tom Hanks und wenn Sie wirklich einer Regierung vertrauen wollen, warum nicht diese? Habt ihr das gesehen? Ja, die haben vor, Springfield zu zerstören. Aber wir werden sie aufhalten. Homer, zieh dir sofort deine Klamotten an. Homie? Ich find's prima hier. Scheiß auf Springfield! Das glaube ich einfach nicht. Wie kannst du nur so egoistisch sein? Marsch, diese Leute haben uns mit Heugabeln und Fackeln gejagt. Mit Fackeln! Und das um 4 Uhr nachmittags. Es war 7 Uhr abends. Es war während meiner Lieblingstalkshow. Und die läuft um 4 und um 7. Nein! Dad, wie kannst du nur unsere alten Freunde alle im Stich lassen? Flanders hat uns auch geholfen, als wir in Gefahr waren. Wen interessiert Flanders? Er ist nicht dein Vater. Ich wünschte, er wär's. Ach, das meinst du nicht ernst. Du bewunderst mich. Homer. In jeder Ehe kriegt man nur einmal die Chance zu sagen, ich brauche dich jetzt, lass mich nicht im Stich. Das ist ja wohl das Dämlichste, was ich je im Leben gehört habe. Homer Simpson! Wir retten Springfield! Jetzt hört mir mal gut zu, wir bleiben hier. Wir führen ein schönes Leben in Alaska und wir gehen niemals wieder nach Amerika zurück. Schluss, Ende aus! Homer verlässt das Haus, geht in den Ort, in eine Bar und daddelt die ganze Nacht an Spielautomaten herum. Erst am frühen Morgen kehrt er ins Blockhaus zurück. Aber er muss mit Schrecken feststellen, dass seine Familie ihn verlassen hat. Marge hat ihm ein Abschiedsvideo hinterlassen. Er schaut es sich gleich an. Dann fange ich mal an. Homer, ich habe dich immer verteidigt. Jedes Mal, wenn dich jemand kritisiert, naja, dann sag ich... Manchmal, da muss man ein Kunstwerk von etwas weiter weg betrachten, um es würdigen zu können. Von ganz weit weg?
Doch in letzter Zeit ist das, was uns zusammenhält, nur meine Fähigkeit, über alles hinwegzusehen, was du tust. Und ich sehe über diese Dinge hinweg, weil... Weil? Das ist es ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich diesen Satz zu Ende bringen soll. Also werde ich mit den Kindern weggehen, um Springfield zu retten. Und wir kommen nie wieder zurück. Und um mir zu beweisen, dass es wirklich aus ist, habe ich mit dieser Nachricht unser Hochzeitsvideo überspielt. Leb wohl, Homie. Das muss Homer erst verarbeiten, nachdem er jahrelang nichts verarbeitet hat. Das ist nicht einfach für ihn. Marge sitzt bereits mit den Kindern im Zug. Bart hängt oben im Gepäckfach und stöbert in fremden Sachen herum. Nebenbei sieht er seine vor sich hin schluchzende Mutter an. Und, was ist der Plan? Was treibst du da oben, Bart? Ich wühle mich durch fremdes Gepäck. Ich bin das Maskottchen eines skrupellosen Unternehmens. Komm auf der Stelle da runter. Wir müssen versuchen, nicht aufzufallen, bis wir in Seattle sind und der Welt mitteilen können, dass man vorhat, Springfield zu vernichten. Ich weiß nicht, ob es klug ist, so laut darüber zu reden. Oh, Lisa, es ist ja nicht so, dass unsere Regierung jedes Privatgespräch abhört. Und da irrt sich Marge gewaltig. Die nationale Sicherheitsbehörde hat ihre Augen und Ohren überall. Auch in einem beschissenen, kleinen, unbedeutenden Zug. In der Zentrale der Sicherheitsbehörde läuft das Abhören auf Hochtouren. Hallo, ich rufe wegen Ihrer Pizza Romeo an. Ich mag Pizza, aber ich bin noch nicht bereit für eine neue Beziehung. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Okay. Sie hat einfach aufgelegt. Aber wir sind auf der Flucht. Wir dürfen nicht auffallen, bis wir in Seattle sind. Hey Leute, ich hab eine... Die Regierung hat tatsächlich mal jemanden gefunden, nachdem sie fahndet. Ja, Baby, ja! Homer hat sich inzwischen allein aufgemacht, um seine Familie zu suchen. Er schlägt sich durch die unerbittliche winterliche Wildnis Alaskas und stürzt dabei in einen eisigen Fluss. Zum Glück findet ihn eine alte Inuit-Frau, eine Schamanin. Sie bringt ihn in ihr Zelt und pflegt ihn gesund. Homer bekommt eine Medizin, die ihn glatt Feuer speien lässt. Trink diese Flüssigkeit. Mehr bitte. Nun werden wir durch die uralte Kunst des Kehlkopfgesangs der Inuit deinen Geist reinigen. Kehlkopfgesang? Ha, ha, halla, 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 halla. Wie lange machen wir das? So lang, bis du eine Epiphanie hast. Okay. Halla, halla, halla. Was ist eine Epiphanie? Die plötzliche Erkenntnis einer großen Wahrheit. Okay. Während dieser Prozedur verändert sich Homers Geisteszustand und er fällt in eine Art Trance. Schreckliche Visionen überkommen ihn und sein Geist versucht, sich der Wahrheit zu öffnen. Oder die Wahrheit sucht seinen Geist? Wie auch immer. Irgendwie erreicht die Erkenntnis der Wahrheit Homers Hohlraum. Ihm wird klar, dass er Springfield und all die Menschen retten muss. Das war die unglaublichste Erfahrung meines ganzen Lebens. Und jetzt werde ich meine Familie finden, meine Stadt retten und 5 Kilo abnehmen. Danke, Frau mit den Monstermöpsen. Marge und ihre Kinder werden zur gleichen Zeit in Seattle am Bahnhof von den Sicherheitskräften der EPA überrascht und festgenommen. Homer kämpft sich tapfer weiter durch die Wildnis. Als er nach einigen Metern seinen 6. Schwächeanfall erleidet, versucht er sich zusammenzureißen. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Doch, du kannst. Kann ich nicht. Halt die Klappe. Du hältst die Klappe. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Du kommst hier wohl, Teufel. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, das bringt doch nichts. Es ist hoffnungslos. Erschöpft sinkt Homer in den tiefen Schnee. Plötzlich erscheint am dunklen Himmel die Gestalt der alten Schamanin. Gib nicht auf, Homer. Du bist näher am Ziel, als du denkst. Aber in welche Richtung muss ich? Die Schamanin weist ihm durch Schütteln ihrer Monstermöpse die Richtung. Vielen Dank auch.
Man soll es kaum für möglich halten, aber Homer schafft es, sich nach Springfield durchzuschlagen. Allerdings wird die Kuppel streng bewacht und alle Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Ein Panzerwagen der EPA fährt dicht an Homer vorbei, der von einem Hügel aus die Hauptstraße beobachtet. Plötzlich hört er aus dem Inneren ein Saxophon. Lisa, hör mit dem Gedudel auf! Lisa! Wir haben meine Familie. Was mache ich bloß? Während Homer noch überlegt, fährt das Fahrzeug mit seiner Familie nach Springfield rein. Die Stadt liegt in Trümmern. Und Marge ist entsetzt. Springfield. Unglaublich, ist ja noch verkackter als vorher. Da taucht Mo vor ihnen auf, bekleidet mit einem Morgenmantel, zwei Patronengürtel und einem Straßenhütchen auf dem Kopf. Oh, Tag, Marge. Mo, was ist dir passiert? Nachdem die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten war, wurde es hier etwas ungemütlich. Und was soll diese Aufmachung? Ich will ja nicht angeben, aber ich bin jetzt der Imperator von Springfield. In diesem Moment erscheint auf der Glaskuppel wieder das Konterfei des Leiters der EPA. Bürger von Springfield. Eurer Regierung ist klar geworden, dass es ein furchtbarer Fehler war, euch in dieser Kuppel einzusperren. Daher beginnen wir jetzt mit der Operation Aufsteigender Adler. Ja! Yeah! Ziel der Mission ist euer Tod. In diesem Augenblick wird eine kleine, aber wirkungsvolle Bombe herabgelassen. Ganz egal, was passiert ist, jetzt vermisse ich euren Vater. Ja, ich auch. Sein fetter Arsch wäre ein klasse Schutzschild. Homer hat sich inzwischen eine Pförtneruniform eines naheliegenden Hotels besorgt und versucht, durch eine Täuschung der Wache in die Kuppel zu gelangen. Die Wache ist erst vom Anblick der Uniform durchaus beeindruckt. Achtung! Und rühren! Ich bin General Marriott Hotels. Ich habe eine dringende Botschaft des Präsidenten. Sie lautet, diese Stadt soll sofort freigelassen werden. Wieso steht das auf einem Blatt? Da diese Nachricht auf einem Ahornblatt recht unglaubwürdig erscheint, entschließt sich Homer für ein schlagfestes Argument. Wache niederschlagen, durch Loch klettern, Stadträten, Portierslivery zurückgeben. Homer wächst über sich hinaus. Es gelingt ihm tatsächlich, die Kuppel bis zum Kuppelloch hochzuklettern und sich in Springfield reinfallen zu lassen. Es wird auch Zeit. Denn die Bombe tickt nur noch ein paar Minuten, bevor sie hochgeht. Aber die Bewohner der Stadt ächten Homer. Niemand will mit ihm noch etwas zu tun haben. Selbst Bart will nichts mehr von ihm wissen. Sein Sohn geht zu Flanders, der mit seinen Kindern in der Kirche ist. Okay, Jungs. Wenn ihr Jesus gegenübertretet, vergesst nicht, ihn Mr. Christus zu nennen. Wird Buddha auch da sein? Nein. Hallo, Flanders. Bart, es ist schön, dich zu sehen. Und es ist furchtbar, dass du hier bist. Danke. Sag mal, ich habe mich nur gefragt, ob ich, bevor ich sterben muss, vielleicht so tun darf, als ob ich einen Vater habe, dem ich was bedeute. Komm her, Junge. Die Familie Flanders hat immer Platz für ein neues Mitglied. Unterdessen versucht Polizeichef Wiggum mit einem Roboter die Bombe zu entschärfen. Komm schon, Bombenentschärfungsroboter, du bist unsere letzte Hoffnung. Roter Draht, blauer Draht, schwarz ist normalerweise die Erdung. Ich ertrage den Druck nicht. So viel Druck. Der Roboter greift nach Wiggums Revolver und erschießt sich. Er hat gesagt, er würde es tun, aber ich habe es nicht ernst genommen. Homer irrt hoffnungslos durch die Straßen der Stadt. Plötzlich erhält er einen Fingerzeig vom Schicksal. Ein gleißendes Licht erhellt das Kuppelloch. Oh nein, die Epiphanie! Ich habe alles versucht. Was soll ich denn noch tun? Aber wie soll ich da raufkommen? Vor Homer auf der Straße liegt ein Motorrad. Jetzt versteht er den Fingerzeig des Schicksals. Homer steigt auf die Maschine und fährt los. Er greift sich die Bombe und fährt mit ihr an Grandpa vorbei. Homer, was hast du jetzt schon wieder vor? Ich riskiere mein Leben für Leute, die ich hasse, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ich muss los. Aber zuerst ein Zwischenstopp. Homer sieht Flanders und Bart vor der Kirche stehen. Er fährt zu ihnen rüber.
Bart? Mein Sohn? Glaubst du, du kriegst es irgendwie hin, deinem bescheuerten alten Herrn vielleicht noch eine Chance zu geben? Oh, ich weiß nicht. Mein Junge, ich habe den Eindruck, dein Vater will damit sagen, dass er seine letzten Augenblicke mit dir verbringen will. Nein, das kann ich einfach nicht. Ich will einen Vater, der sich am Morgen genauso verhält wie am Abend. Oh, wie heißt das Wort? Beständigkeit. Danke, ihr Penner. Tut mir leid, Homer. Aber dann sagt Homer den entscheidenden Satz. Du darfst die Bombe halten. Der Mann kennt mich. Ich wünschte, Homer wäre mein Vater. Und ich wünschte, du hättest nicht die Locken des Teufels. Und so rast Homer an den Wänden der Kuppel hoch, Richtung Kuppelloch. Genauso, wie er es auf dem Jahrmarkt in der Todeskugel gemacht hatte. Okay, Bart, du hast nur einen Versuch, die Bombe durch das Loch zu werfen. Dad, für den Fall, dass ich es nicht schaffe, tut mir leid, dass ich mir gewünscht habe, du wärst nicht mein Vater. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich war ein ziemlich mieser Vater. Vermutlich, weil mein Vater auch nicht der Beste war. Ja, natürlich, jetzt wird's mir klar. Durch unsere Familiengeschichte zieht sich ein roter Faden. Kann jemand endlich die verdammte Bombe werfen? Wie immer bringt es Marge auf den Punkt. Homer gibt Gas und rast auf das Kuppelloch zu. Bart holt Schwung und wirft die Bombe durch das Loch. Die Bombe geht hoch und zerreißt die Kuppel. Es ist ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Bis auf Dr. Nick, den gerade eine Riesenscherbe in das Erdreich drückt. Macht's gut, liebe Freunde. Na, das war doch eine echt geile Vater-Sohn-Aktion. Hallo, Homer. Der Leiter der EPA steht vor Homer mit einer Schrotflinte in seiner Hand. Endlich lernen wir uns kennen, wer auch immer Sie sind. Es gibt Dinge, die einem beim Wirtschaftsstudium in Harvard nicht beigebracht werden. Erstens Niederlagen wegzustecken und zweitens eine Schrotflinte zu bedienen. Ich werde jetzt beides tun. Warten Sie! Wenn Sie meinen Dad erschießen, erfahren Sie niemals, wo der Schatz vergraben ist. Was für ein Schatz? Der Schatz von Ich kack mir in die Hose. Ich kack mir in die Hose. Klassiker. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auf Nimmerwiedersehen. Ein Fels knallt dem Leiter auf die Birne und er fällt um. Über ihm auf einem Felsvorsprung steht schnullerlutschend Maggie. Maggie! Einfach toll, was aus dir kleinem Unfall geworden ist. In den zerstörten Straßen Springfields trifft Lisa ihren Colin. Colin! Hi! Hi! Wollen wir... den Müll aus dem See fischen? Ich wollte sagen, ein Eis essen gehen, aber okay. Oh, ich mag Eis. Homer und Bart fahren nun auf die jubelnde Menge zu, die sie begeistert empfängt. Dann sieht Homer seine Marge. Bart steigt ab und lässt sich feiern, während Homer seine Frau auf die Maschine zieht und mit ihr ins Grüne fährt. Marge küsst ihren Helden. Der schönste Kuss meines Lebens. Der schönste Kuss deines Lebens bis jetzt.